Ich wünsche euch mal wieder einen wunderschönen guten Abend. Wir sind zurück hier bei Football Manager 2017 mit Igor Lorich und dem ersten FC Union Berlin. Und da ist mir noch etwas eingefallen. Wir haben ja hier dieses Spiel gegen Schalke 2. Das werden wir absagen. Warum? 24.06. Da können wir unsere neuen Spieler noch gar nicht einsetzen. Ich denke, das ist dann unlogisch, dass wir dort ein Spiel machen. Wir werden auch noch zusätzlich ein paar Freundschaftsspiele arrangieren, aber. So wie jetzt da, das war jetzt nicht so tolle. Okay. So, wir haben Angebote. Schauen wir uns das direkt mal an. Für Krailach 4,3 Millionen, aber Titel im FA Cup sehr, sehr wahrscheinlich. Leihangebot für Dillner. Die würden das Gehalt 100% übernehmen, oder gibt es ganz schön viele, die da Interesse haben. Dann soll aber bitte auch eine verbindliche Kaufgebühr dann bezahlt werden. Machen wir mal 100.000. Verhandeln wir mal. 55.000, ein bisschen wenig. Machen wir mal 90.000. Akzeptabel, sehr schön. Wir bezahlen das Gehalt nicht und werden ihn dann auch los. Okay, ja, Horvaths Leihvereinbarung läuft bald ab. Wir werden kein Angebot machen, das haben wir ja schon mal gesagt. De Jong ebenfalls nicht. Und hier haben wir ja schon versucht, ihn zu bekommen. Ich hoffe, wir kriegen ihn. Der ist 3,1 Millionen wert und er hat sehr, sehr stark gespielt. Okay. So. So, gleich startet dann offiziell die Saisonvorbereitung. Also 5 Nachrichten haben wir, Länderspielüberblick. Union Berlin vermeidet Steuerzahlung. Wow, toll, wir haben keinen Gewinn gemacht, super. Einkommen durch Mitgliedschaftsgebühren 1,13 Millionen. Oh, das ist ganz gut. Einnahmenübersicht. Ja, ach, schaut mal. Das meistverkaufte Trikot war das von Maluda. Wer hätte das gedacht? Dann Hosnier, Jochtschenko, Krailach und Zainulao. Problem ist nur, dass 2 Stück jetzt gehen werden. Schade. So, ist ein bisschen was geändert worden an den Budgets. Wir haben jetzt fast wieder genug Transferbudget. Können wir da ein bisschen was rumbasteln? Ah, das ist ja schon fast auf das Maximale. Aber der Krailach-Transfer ist eben noch nicht drin. Aber gut, dass Maluda da so gute Trikotverkäufer hat, das war, denke ich, zu erwarten. Ist ein bekannter Spieler. So. Ja, Pukatitz, ja, klar. Derjenige, der jetzt seine Karriere beenden möchte, den sollen wir jetzt noch zum Kapitän ernennen. Klingt logisch, denke ich. Die anderen Sachen lassen wir mal. Naja, das können wir machen. Macht Angebot. Ah, die wollen den direkt kaufen. Ja, dann nehmen wir das auch an. Nee. Ja, wir sollen dann Gehalt zahlen. Nö. Lehnen wir ab. Dann soll er lieber ausgeliehen werden, komplett das Gehalt übernommen werden und dann für eine höhere Summe. Ja, nee, das wär richtig doof gewesen, hätten wir das angenommen. Und das wäre richtig doof gewesen. So. Gucken wir mal hier. Georgievic, ja, ist egal. Falkenburg, viel zu teuer, den zu kriegen. Das ist ein starker Spieler, klar, aber viel zu teuer. Uschilaja, den werden wir mal zur Auswahlliste hinzufügen. Der wäre noch möglich. Der wäre durchaus plausibel, den zu holen. Nakic, Pesic, eher weniger. Lima haben wir geholt. Okay, Garrett. Der kommt ebenfalls wunderbar. Ja, hier brauchen wir nichts. Das können wir machen. Das können wir machen. Gucken kurz mal in die Mitarbeiter rein. So, Trainerstab. Welche Verträge laufen jetzt aus? Viele Verträge laufen jetzt aus. Torwarttrainer, Jugendabteilungsleiter und Assistenztrainer. Okay.
Dann müssten wir aber noch Geld bezahlen, wenn wir es jetzt auf. Nee, die lassen wir ganz normal auslaufen und dann suchen wir uns die Trainer. Wird nicht lange dauern. Da werden wir mal, wenn wir uns genau anschauen. Nur wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir nochmal eine Abfindung bezahlen. Und das ist ja, denke ich, ganz unnötig. Okay. Oder hat sich ein Spieler mindestens 6 Monate verletzt? Sehr, sehr bitter. Okay, Posteingang. Genau. Nein, werden wir ebenfalls ablehnen. Ja, Luxbacher. Das ist schön, dass wir benachrichtigt werden. Ja, so. Ja, 850.000. Ja, wir versuchen es noch einmal. Also, die könnten das jederzeit ablehnen. Das wäre sehr, sehr doof. Und wurde abgesagt. Und jetzt wird der Kreilach. Es war so klar. Es war so klar. Wir akzeptieren das und versuchen direkt wieder den Jurtschenko-Transfer durchzubekommen. Angebot machen. Genau. Da können sie ja nichts machen. Okay. Die haben ja die Kaufoption. Von daher ist das kein Problem. Nur gut, dass wir das jetzt schon mal gemacht haben. Jo, Paris bietet 88 Millionen für Griezmann. Aber wie gesagt, gut, dass wir jetzt schon mal die Transfers da so gemacht haben, weil sonst, man stellt sich vor, es wäre jetzt ein bisschen später, sagen wir mal, ein, 2 Wochen später hätten wir das gemacht, dann wären wir auf einmal in der Transferzeit gewesen und dann wäre der Spieler schon weg. Dann wäre er wieder zurück in Leverkusen und dann wäre er wesentlich teurer gewesen. Da bin ich mir relativ sicher. So. Ich hoffe nur, dass bei den gehaltstechnischen Fragen jetzt nicht zu sehr nach oben geht. So. Gott, jetzt entlässt sein Berater. Ja, da hat ja eh so seine Karriere schon beendet, also ist alles gut. Ja, Bundesliga ist runtergefallen. Sind immer noch Erster. Am meisten nach vorne ist die erste Liga gekommen. Also nein, Primera Divisio. Okay. So wurde akzeptiert. Wir schauen, wie viel verdient er? 500.000. Wir versuchen das ein bisschen drunter zu halten. Okay. Das nehmen wir raus. 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 Es war ein bisschen lästig, dass wir das wieder machen müssen, aber Hauptsache wir kriegen ihn. Okay, das nehmen wir ebenfalls raus. Ja gut, dann verdient er doch ein bisschen mehr. So. Okay, ist in Ordnung, denke ich. So, Trainingsbericht über Gerke. Ja, gut, der ist jetzt auch nicht so dolle, der Typ. Ich freue mich schon da auf unsere Jugendspieler, wenn die dann mal alt genug sind, um die dann in unsere erste Mannschaft hochzunehmen. Ist ja leider schade, dass Union Berlin keine zweite Mannschaft hat. So, nee, die wollen wir nicht von der Transferliste nehmen. Wir werden die nochmal anbieten. Vereinen anbieten. Und nochmals Vereine anbieten. So, für Wien. Für Sami, boah, das nehmen wir alles an. Da werden wir gar nicht erst drum feilschen. Darf sich aussuchen, wo er hingeht. Aber höchstwahrscheinlich in die türkische Liga. So, keine Angebote für Thiel. Wir werden mal ihn darum bitten. So, okay. Petersen ist mit dem Fortschritt von Zainulao zufrieden. Ja, das kann ich verstehen. Und Dilna geht nach zu AC Ajaxo. Ajaxo. Je nachdem, wie man es aussprechen möchte.
Und in 14 Tagen spielen wir schon gegen Schachtar Donetsk. Ich glaube, gegen die haben wir auch schon mal gespielt. Achso, okay. So, ja. Er geht dorthin. Der möchte unseren Datenanalysten haben. Oh, das ist aber ein ziemlich starker Typ, aber gut, wir können da auch einen anderen holen. Und Dufnas Entwicklung. Ja, das ist ja dieser richtig starke Innenverteidiger aus unserer eigenen Jugend. Also, da müssen wir aber noch warten, der ist noch nicht alt genug. Ich weiß nicht, ob das zu dieser Saison jetzt ein bisschen anders wird. Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Da müssen wir uns das mal genauer anschauen. Man konnte den ja auch zur Saison so nicht hinzufügen. So, zweite Bundesliga-Saisonstart rückt näher. Absteiger aus der Bundesliga, Hertha und Augsburg. Das heißt, es wird definitiv ein Berliner Derby geben. Sehr schön. Und Aufsteiger aus der dritten Liga, Magdeburg und Frankfurt. Oh, Magdeburg auch interessant. Ja, ich denke, das könnte ganz lustig werden. So, und Juchtschenko-Transfer wurde bestätigt. Sehr schön, wir akzeptieren das und bekommen Vladlen Juchtschenko. Ich denke, das ist ein guter Tausch gewesen quasi. Also Krylach gegen ihn. Wir haben noch Groß. Ja, ist gar nicht verkehrt. Ich denke, das ist in Ordnung. Ja, Inns kann nicht kraftvoll schießen. Das mit dem Training, also die individuellen Trainingsdinge, die werde ich mal off-cam machen. Und dann werde ich sie ganz kurz zeigen, weil das wäre jetzt echt zu viel, wenn ich das jetzt hier im Let's Play direkt zeigen würde. Weil das muss ich etwas anders machen als beim letzten Mal. Ich denke, das ist aber auch logisch. Okay, wir kommen langsam in die Gegend, wo wir hin wollen. So, Lendl, das wäre schon ein sehr, sehr starker Spieler. Ah, hier sind interessante Spieler dabei, aber die sind alle viel zu teuer. Schaut euch das mal hier. 2 Millionen. 2 bis 4,7 Millionen. Die haben zwar fast kein Gehalt, aber sind einfach sehr, sehr teuer. Und ihr wisst ja, wir haben da eine Beschränkung, deswegen können wir da momentan nichts machen. Läuft bald ab. Luka Kraschen. Kainc. Den wollten wir ja mal versuchen, ob wir den ablösefrei bekommen, aber hat dann doch den Vertrag verlängert. War nicht ganz fair von ihm. Das war unfair. Okay. So, Luxbacher ist gegangen. Okay. Union Berlin schreibt rote Zahlen. Verzeichnet im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von 5,25 Millionen, einen Umsatzeinbuß von 29%. Der Vorstand hofft durch die Eröffnung neuer und den Ausbau aller Geschäftsfelder den Verlust in der neuen Saison auszugleichen. Die Veröffentlichung des Jahresberichts legte offen, dass Union Berlins Gesamtumsatz zuletzt 17,5 Millionen betrug. Die Aktionäre erhalten nächsten Monat auf der Jahreshauptversammlung die Gelegenheit, die vollständigen Geschäftsunterlagen einzusehen. Genau da sehen wir es. Wir müssen da ein bisschen einsparen. Okay. Gut, ja, Daube verletzt. Ich hoffe, das ändert nichts mehr am Transfer. Ja, die verdienen so gut wie gar nichts, aber die sind teuer wie nix. Also, wir haben da wieder ein Transferangebot. Für Thiel, die wollen den gerne ausleihen. Wenn dann aber bitte das Gehalt komplett übernehmen. Ich hoffe, das geht. Und eine verbindliche Kaufgebühr. Ich denke, da sind 250.000 ganz akzeptabel. Ah.
möglich sind. Es ist auf jeden Fall, fangen wir mal mit 220.000 da an. Und die haben zurückgezogen. Okay, dann eben nicht. Sovanicek hat neues Vertragsangebot bekommen. Wir bieten ihn nochmals an. Interessierter Verein. Ja. Wir bieten ihn mal zur Leihe an. Zu schauen, ob da jemand Interesse hat. Direkt mit verbindlicher Kaufgebühr machen wir mal 200.000. Ich denke, 200.000 ist möglich. Hier mit so einem, nicht mit einem geschlossenen Schloss, sondern mit so einem, so, ja, man kann es vielleicht verhandeln. Na, schaut mal. Und jetzt akzeptieren die das. Ja. Ist uns egal, wo er hingeht. Alle Angebote annehmen. So. Und Sami bestätigt seinen Wechsel. Sehr schön. Darf wieder gehen. Nach einer halben Saison. Schade, schade. Und wir sehen schon, dass sich hier sehr viel anbahnt. Verträge laufen aus und Spieler wechseln. Da kann es sein, dass es dann ein bisschen mehr rechnet, aber okay. Das denke ich auch logisch. Also, Pereira verfügbar, ja gut. Egal, Verträge laufen aus, ja. Haben wir schon gesagt, da suchen wir uns dann nachher gleich ein paar neue Spieler. Ich bin schon gespannt, ob wir die ganzen Spieler auch loswerden, die wir noch abgeben möchten. Und ja, also wir haben auf jeden Fall schon mal unseren Innenverteidiger gefunden, das ist Lima. Wir haben einen Torwart gefunden, das war Garrett. Wir haben im offensiven Bereich jemanden gefunden, nämlich Eberwein. Ja, ansonsten haben wir da eigentlich relativ gut transferiert. Wir haben Dabo bekommen, ablösefrei, und wir haben Juchtschenko für einen Spottpreis bekommen. Für einen Drittel seines Marktwertes. Ja, ich denke, da kann man sich nicht beschweren. Oh, jetzt wechselt er 3,8 Millionen. So, Bayern bleibt der größte Club. Ich denke, das ist ganz logisch. Er hat am größten Sprung gemacht hier in Nürnberg, ist klar. Augsburg ist rapide abgestürzt und unser Ansehen ist leicht gestiegen. Sehr schön. Wir können das auch hier über die Ranglisten schauen. Wir sind hier und sehen da ein Pfeil nach oben. Sehr schön. Wir sind also national bekannt. Das ist gut. Gut. Wäre auch irgendwie merkwürdig, wenn nicht. Immerhin spielen wir in der zweiten Bundesliga und wollen aufsteigen. Wenn wir da nur regional bekannt wären, da wäre das ein bisschen, ja, doch merkwürdig. Aber gut. So, Redondo macht hier echt noch ein Spiel für Karlsruhe. Hier ist nochmal ein Rückblick der zweiten Bundesliga. Nürnberg hat gewonnen. Bestes Spiel. 1860 München gegen SV Sandhausen. Okay. Aufgestiegen sind Nürnberg und Braunschweig. Das ist schön abgestiegen. München und Kickers. Und 19. Liga-Einladung nehmen wir natürlich an. Es wäre doof, wenn wir das nicht machen tun. Hier kommt dann, das ist quasi der Saisonumbruch. Da wird immer angezeigt das Ranking und sonst was. Da gehen wir direkt mal weiter. Das wäre quasi der reguläre Saisonumbruch, aber da gibt es ja eigentlich keinen. Also da gibt es kein, also bei anderen Spielen ist es ja meistens so, da gibt es ein Datum, das fix festgesetzt wird, dass da dann viel berechnet wird und dann der Umbruch gestartet wird. Hier geht das eher fließend über, was ich besser finde. Aber gut. Ja, da sind einige Transfers hier dabei, wenn man da schaut. Und das sind noch nicht mal alle. Okay, ja, Lemmel, der wird wieder zurückkommen. Das ist gut. Spielplan. So, wir spielen als erstes gegen Bochum, okay. Ah nein, DFB-Pokal spielen wir gegen Bochum.
Oh, das ist ja mal ein richtig hartes Los. Eieiei. Oh, da werden wir mal schauen. So, Saisonziele. Ich werde, wie schon angekündigt, Aufstiegsrelegation anpeilen. Ich denke, weil Igor Loric ist da, der denkt da schon ein bisschen so. Es hat ein bisschen an seiner Ehre gekratzt, dass er die letzte Saison nur auf dem 12. Platz beendet hat. Von daher ist die Aufstiegsrelegation wieder mal das Ziel. DFB-Pokal lassen wir mal zweite Runde, ansonsten bestätigen wir das. Wenn wir es diesmal nicht schaffen, dann wird er gehen. Da bin ich mir relativ sicher. Das akzeptieren wir. Schiedsrichter, neue Kategorien, das ist schön. Also. Und da haben wir schon bald unser Spiel gegen Schachtor Donetsk. Da ist natürlich Donetsk eindeutig Favorit. Ich denke, da brauchen wir uns nicht zu. Oder brauchen wir nicht zu diskutieren. So, Regeln zur Kaderauswahl. Da hat sich ja nichts geändert wahrscheinlich. Vier Spieler müssen in Deutschland begonnen haben, zwei aus der eigenen Jugend und 12 deutsche Spieler. Ja, das sollten wir normalerweise hinbekommen. Ja, Wasin brauchen wir jetzt nicht. 700.000 Gold Cup. Ein ehemaliger Spieler, Bobby Wood, nimmt teil. Toll. Gehaltserhöhung. Alles klar. Und Bakayoko ist verfügbar. Offensiver Mittelfeldspieler. Zurzeit ablösefrei. Könnte flanken. Aber ich weiß nicht. So tolle sieht er jetzt auch nicht aus, jetzt von den Werten her. Und auf der Position haben wir jetzt auch nicht wirklich Bedarf. Also, das können wir so machen. Nee, das werden wir nicht machen, weil er kann das ja nicht. Er kriegt das ja nicht hin mit diesem kraftvollen Schließen. Dann werden wir ihn das versuchen, auch nicht versuchen aufzuzwingen. Wie gesagt, das mit dem Training, das werde ich mal nebenbei so machen, auf Cam und dann euch das dann präsentieren. So, gegen Schachtor Donetsk gehen wir mal auf. Jetzt gehen wir da auf Abwehrarbeit. Nee. Wir gehen da auf Spieltaktik erstmal reinkommen. So. Da sind noch zwei ablösefreie Spieler, die gar nicht mal. Hier hätten wir sogar einen Stoß. Achso, ich habe als erstes Schattenstürmer gelesen, aber einen Außenverteidiger brauchen wir jetzt echt auch nicht. Also außen sind wir sehr, sehr gut besetzt. Also da können wir uns nicht beschweren. Gerade was die Defensive angeht. Links haben wir Pedersen und Ferguson. Zwei extrem gute Spieler und auf der rechten Seite Dabo und Götz, die da wirklich ackern ohne Ende. So, Leihspielerkern zurück, sehr schön. Wir machen weiter. Wir wollen den Tag der Tage beobachten. Ja, wir werden die Spieler beobachten, aber nicht das Spiel. Vielleicht ist da ja irgendjemand dabei, der irgendwie interessant ist. Aber das muss es nicht. Wir sind auch nicht darauf angewiesen. So, neuer Spieler, den werden wir mal scouten, weil wir davon eigentlich gar nichts wissen. Vielleicht ist er ja interessant, auch wenn er außen ist, aber könnte ja das Jahrhunderttalent sein. Ich glaube es nicht, aber. So, Simon soll von Quiring lernen. Ja, das können wir machen. Soll ich mal bitte drum kümmern? So. Öztürk gilt jetzt als Eigengewächs und Kalita gilt jetzt als Eigengewächs. Sehr schön. Und langsam nähern wir uns dem Beginn der Transferphase. Und wie immer könnt ihr natürlich auch Vorschläge machen, wie wir da was machen. Also ich mache das jetzt nicht hier so ein Ego-Trip, so einfach durchziehen und gut ist. Falls ihr bestimmte Vorschläge habt, die da irgendwie machbar sind, aber denkt an die an die Bedingungen, dann ist das in Ordnung. Würde ich mich sogar sehr, sehr darüber freuen. So, Asani. Kommt jetzt alle wieder zurück. Thiele weist Vertragsangebot zurück. Jetzt ist die Kaufoption nur noch optional. Super. Naja.
So. Bigirimana. Ja, 1,3 Millionen werden wir nicht bezahlen. Wir haben jetzt zwar wieder ein bisschen Transferbudget, aber wir wollen jetzt erstmal schauen, mit dem Kader, den wir da haben, ob wir damit was hinbekommen oder eben nicht. Wir werden ein gutes, strammes Saisonvorbereitungsprogramm durchlaufen. Das heißt, wir werden einige Freundschaftsspiele haben. Ich werde das Training nochmal auf Fitness umstellen. Und ja, das wird dann doch schon recht stramm sein. Aber da kriegen wir auch ein paar Spiele zu sehen. Also wie gesagt, die erste Folge war jetzt nicht so actionreich gewesen, was die Spiele angeht. Aber da haben wir viele wichtige Sachen gemacht. Wir haben Transfers abgeschlossen. Wir haben ja wichtige Grundlagen durchgenommen. Pokertests beendet Karriere. Gesponing beendet Karriere und Teams unter der Lupe. Zuerst hier der erste FC Magdeburg. Wir können hier mal kurz ins Wettbewerb reinschauen. Zweite Bundesliga. Ach, können wir das noch nicht schauen? Doch, Saisonvorschau. Genau, sie schätzen, dass wir Zehnter werden. Okay. Gucken wir mal, ob das so sein wird. Wir hoffen natürlich nicht. Wir wollen natürlich ein bisschen. Wir wollen diesmal deutlich besser sein als beim letzten Mal. Und hier. Wir werden das Spiel gegen Schachtel Donetsk auf jeden Fall noch machen. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Und dann gerade in der Saisonvorbereitungszeit werden wir. Da werden die Folgen ein bisschen länger sein. Damit wir das alles auch schön kompakt in die Folgen reinbekommen. Ich habe da relativ wenig Lust, das dann in kurzen Folgen reinzupacken. Das ist dann ein bisschen doof. Dann zieht sich dann die Saisonvorbereitung in 10 Folgen oder so und das wäre dann ein bisschen zu heftig. Ich versuche das in wirklich 1, 2, 3 Folgen durchzubekommen. So, jetzt muss er erstmal wieder ein bisschen berechnen. Aber das ist klar, der muss die Transfers jetzt erstmal durchziehen. Also. Also wie gesagt, wir werden ein bisschen an dem 442 dran rumschrauben. Das heißt, wir werden an der Formation, an der Grundlage festhalten. Also nicht wieder da irgendwie auf ein 451 oder irgendwie sowas wechseln, sondern wir werden an der Grundlage festhalten und dann minimal Feintuning betreiben. Das heißt, gerade die Freundschaftsspiele und die ersten Saisonspiele, die sollen dann sozusagen die Richtung vorgeben, wie wir spielen wollen. Wir müssen das ausnutzen, was wir in der letzten Saison gut hinbekommen haben. Das heißt, wir werden unser gutes Passspiel versuchen durchzusetzen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Ballbesitz haben als die Gegner. Wir werden mit Kurzpässen agieren und mit spontanen Steilpässen, die dann in die Füße unserer schnellen Spieler gespielt werden. Und ja, ich bin zuversichtlich. So. Okay. Eieiei, 26 Nachrichten haben wir da. So, neuen Vertrag anbieten. Ja, das gucken wir uns erstmal gleich an. So, Boljek, nee. Ah, Schabani, den können wir mal zur Auswahlliste hinzufügen. Mount den auch. Nee. Nee. Ja, den können wir auch hinzufügen. Okay. Malamura. Der war doch hier dabei, gell? Ja. Okay. Team bereit für Transfer zu LASK Linz. Weltmeisterschaft 2022 neu vergeben. Ausrichter ist nun Argentinien. Okay, wegen Beschwerden. Naja, der wäre, ja gut. Dann ist das halt so. Bönis Vertrag läuft aus. Wir versuchen da nochmal das hinzubekommen. So, ist mal ganz frech. Okay, dann vom Club freigeben. Vom Club freigeben. Die anderen werden wir alle
jetzt erstmal von uns loslassen. So, Ausleihphase ist beendet von Horvat, von Dabo ebenfalls, De Jong auch. Simic ist auf der Transferliste. Okay, der ist natürlich interessant, wenn wir mal scouten. Den haben wir, glaube ich, schon mal gescoutet, ja. So. Rudels, der kann auch gehen. Wir werden da komplett ein neues Trainerteam zusammenstellen. Okay. Ja, entlässt Spieler. Kessel und Nixi. Tut mir sehr, sehr leid. So. Verträge, die auslaufen, da haben wir einige. Wir werden nochmal Maluda direkt anbieten. Ansonsten, wenn wir ihn nicht verkauft bekommen, versuchen wir ihn als Assistenztrainer zu bekommen. Und ja. Also Jugendverträge. Gut, das ist jetzt nichts, was wir irgendwie verhindern wollen. So, läuft aus. Okay. Nein. Wir werden nicht reden. So, kein Angebot für Maluda. Wir fragen ihn nochmal, ob er da denn nicht irgendwo hingehen möchte. Okay, will er nicht. So, Bruno Lamas. 240.000, nee. Brauchen wir jetzt nicht. So. Das Spiel gegen Schachtel Donetsk werden wir auf jeden Fall noch machen und danach, denke ich, werden wir dann erstmal kurz pausieren, also die Folge beenden. Dann werde ich mich um das Training kümmern. Dann werde ich nach geeigneten Kandidaten für das Trainerteam schauen und dann werde ich euch das dann so präsentieren. Also, die wollen Zainulao haben. Okay. Ah, Transferphase hat begonnen. Wieso? Und Vitesse Arnheim möchte ihn gerne für 3,5 Millionen. Nee. Also, das können die vergessen. Wichtiger Leistungsträger, den werden wir für so einen Spottpreis nicht abgeben. Also, das ist eine Beleidigung. Er braucht einen besseren Vertrag. Aha, okay, die wollen Vertragsverlängerung. Ah, machen wir das hier mal raus. Ja, Versprechen vorschlagen. Okay. Ja, Vertrag verhandeln. Was will er denn? Oh, 950.000. Aber natürlich. Aber natürlich. Ja, so. 10 Millionen. Ah. Boah, 950.000, ey, das ist Wucher. Ich weiß nicht, ob wir da einen neuen Vertrag hinbekommen. Ich glaube nicht. Ja, 800.000, der will eine Verdopplung. Also, nee, hier, der soll mal bitte den Berater feuern. Ja, genau. Es geht sie wirklich nichts an, wer mein Agent ist. Okay, dann eben nicht. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, 838, wir können das nicht mal festsetzen, das ist echt. Boah, das ist. Sollen wir das machen? Vertrag läuft noch bis 2019. Wir müssen den Vertrag nicht verlängern, aber dann wird er wahrscheinlich aufmucken und das wäre echt fatal. Ah, Mann, 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 Mann. Okay, ich werde das trotzdem mal so verhandeln. Ja. Wenn wir das annehmen, ich denke schon. Weil er hat ja quasi damit ja schon angedeutet. Also ich glaube, der Berater hätte sonst wirklich da Stress gemacht oder so. Gar nicht so schön. Weil das ist einer, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler, den wir haben.
Wenn wir den verlieren würden, dann müssten wir echt nochmal Geld in die Hand nehmen und dann einen Top-Transfer hinlegen. Aber okay. Alles gut. Wir haben verlängert. Nee, da werden wir gar nicht jetzt drüber reden momentan. Nö. Gut. So, kommen jetzt mal die Spieler. Ich glaube, jetzt sind sie da. Dürfen jetzt gekommen sein und die anderen sind weg. Ich möchte unbedingt noch das Spiel gegen Schachtar Donetsk machen. Ansonsten, wenn es nicht anders geht, dann erst in der nächsten Folge. So, neue Spieler. So, Kopenhagen bekommt 20%. Das ist nicht so toll. Wir haben 5 neue Spieler. Wir schauen mal die Reaktion der Fans. Ben Garrett 70%. Sehr schön. Wie viel ist er jetzt wert? 250.000. Yoshima Lima 56%. Ist 165.000 wert. Eberwein 54%. 170.000. Fankati Dabo 60%. 150.000. Und Juchtschenko 70%. Und 1,9 Millionen. Okay. In Ordnung. Zu Darmstadt, ja, die haben Daube jetzt verpflichtet. Magdeburg hat Busk verpflichtet. Mainz Parensen. Leihangebot für Asani. Okay, die wollen gerne Asani wieder ausleihen hier. Rot-Weiß Erfurt. Stammspieler. Er hat ihn also ganz gut, aber nein, das werden wir erstmal ablehnen. So, Lenz ausleihen. Ja, den wollten wir ja auch eigentlich abgeben. Es war relativ jung, aber auf der Position sind wir da so gut besetzt. Erstmal immer 100% Gehalt übernehmen, ansonsten reden wir gar nicht erst drüber. Und ansonsten eine verbindliche Kaufgebühr von, ja, da können wir ruhig 100.000 nehmen. Also, da, wenn er sich da beschwert, dann weiß ich auch nicht. Dann eben nicht. So, Nikola Sakic ist verfügbar. Ein anderer Sakic. Anmeldezeit ist begonnen und Spieler entlassen hier einige ihrer Spieler. Wow, schaut mal. Hier Rafinha. Das sind schon. Was? Kolasinac? Aogo, ich werde die einfach mal scouten. Die werden wir im Leben nicht bezahlen können, aber wir werden uns das einfach mal anschauen. Vielleicht ist ja einer dabei, der sagt: Ja, gut, dann gehe ich halt in die zweite Liga und. Ja, Kiesling können wir auch noch mitnehmen. Uzi. Julian Green, oh, das sind starke Spieler. Da müssen wir mal schauen, welche Spieler da dabei sind, alle. Von den ablösefreien Spielern. Okay. Ja, hier können wir mal unsere Spieler alle anmelden. Autoauswahl. Zack. Sind hier erstmal drin. Zufriedenheit des Vorstandes. 51%. Sehr schön. Ja, die Vereinsphilosophien, die sind erstmal richtig hoch. Okay, wir kommen in das Spiel. Wir werden das Spiel auf jeden Fall doch noch machen. Das ist, denke ich, in Ordnung. 2 Folgen ohne Spiel, das wäre ein bisschen zu viel, oder? So, dann werden wir erstmal unsere Mannschaft aufstellen. So, dann brauchen wir erstmal hier. Ach, der Garrett ist jetzt verletzt. Ja, klar, 1 bis 2 Tage war ja logisch. Dann werden wir halt eben Mesenhöhler hier hinstellen. Und dann brauchen wir noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Genau. So, das heißt also, Mesenhöhler ist dann Nummer 2, Steve Kroll. Müssen wir mal schauen, was wir mit dem machen. So, Mesenhöhler. Der ist jetzt erstmal drin.
Flügelverteidiger Götze oder Dabo, da müssen wir mal schauen. Die werden hier einen Zweikampf abliefern. Wir lassen mal hier für das Spiel Dabo mitspielen. Puncic. Da lassen wir mal Lima mitspielen und Ince. Gucken wir mal, wie die beiden harmonieren werden. Pedersen tauschen wir mal gegen Ferguson. So, Quiring. Quiring wird erstmal dort bleiben. Kroos ist auf der richtigen Position. Kocev wird ausgetauscht gegen Jurchenko. Malouda wird ausgetauscht gegen Redondo. Da sind auch einige Vereine dran interessiert. Und Hosnier. Ja, lassen wir erstmal hier mit Zainulao. Also, wir können ein paar Auswechselspieler mitnehmen. Machen wir direkt mal zack. Wen nehmen wir mal mit? Wir nehmen ihn hier auch mal mit. Hier 4. Kotschew können wir ebenfalls mitnehmen. 3. 7 Stück ist, denke ich, in Ordnung. Asani tauschen wir hier mal gegen Pedersen. Das ist nur für dieses Spiel. Und ansonsten die anderen lassen wir mal so. Genau, gucken wir mal. Gehen wir ins Spiel rein und schauen, was wir mit der Formation und mit diesen Spielern hinbekommen. So, erstmal ein bisschen besser hinsetzen. So als erster Test. Und in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen machen. Viele wichtige Sachen, die ich dann kompakt zusammenfasse. Das war jetzt in den ersten zwei Folgen jetzt ein bisschen schwierig, das zu machen, weil doch relativ viel angefallen ist. Okay, dann schauen wir mal. Gut, wir werden hier erstmal auch wieder Zauli das machen lassen. Oder haben wir schon gesehen, wie viele Trainer uns da fehlen? Aber gut, Herr Petersen soll das mal bitte abhalten. Ja, wir sind der klare Außenseiter. Das stimmt. Wir gehen ins Spiel rein. Spielen zu Hause. Gut, wäre auch ein bisschen doof, wenn wir nach Donetsk fahren würden. Na, okay. Bin ich mal gespannt. Vor allem auf die neuen Gesichter, beziehungsweise diejenigen, die wir da neu aufgestellt haben. Oder eben von anderen Vereinen zurückgekommen sind. Also nochmal richtig hingesetzt. Na, das war nicht so gut. Na, gut aufgepasst von Wiener. Kriegt den Ball rein. Erstmal noch geklärt, aber es bleibt gefährlich. Und Ince klärt wieder. Okay. Also wir haben in den ersten Minuten mehr Ballbesitz, sogar ordentlich mehr. Also Lima macht das ganz gut. So. Schauen wir mal, Hosnier, was macht der Quiring? Jetzt vielleicht da ablegen. Genau, da wo. Wäre jetzt ganz gut, wenn er reinflankt. Hosnier 1-0. Sehr schön. Gut gemacht. Zweiter Angriff, der dann jetzt hier reingeht. Erste klare Torchance. Und schöne Vorarbeit von Dabo. Also, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Also, ist natürlich die Frage. Das ist wahrscheinlich nicht die erste Elf. Ist, denke ich, ganz klar. Aber einige gute Spieler sind ja trotzdem dabei hier bei Schachtor Donetsk. Schachter Donetsk. Langer Ball, Redondo. So, Kroos verliert den Ball. Das war jetzt nicht so toll. Boah, sehr starke Grätsche hier von Ince. Ja, Dabo trittet ihn weg, aber kein Foul, okay. Okay. Ja, langer Ball. Mesenhüller hält den Ball.
So, es gibt Eckball. Ja, haben auch eine relativ gute Passgenauigkeit, also da können wir uns auch nicht beschweren. So, jetzt schießt er drauf, aber aus der Distanz. Nee, so kann das nichts werden, aber das ist uns dann auch relativ egal. Wenn er drauf schießt. So, jetzt vielleicht einen Konter einleiten. Ja, langer Ball von Dabo. Bosnier, Redondo. Ja, der war nicht ganz so toll, der Ball. So, Ferguson. Nimmt ein bisschen Tempo mit. Spielt den Ball auf Zaidan Lau. Und jetzt schon wieder Kontermöglichkeit für die Gegner. Sehr stark gemacht von Kroos. Also, ich denke, unser Mittelfeld ist sehr, sehr gut besetzt mit Kroos und Jurchenko. Zwei sehr, sehr starke Spieler. Sehr schöner Ball von Quiring und jetzt Redondo. Boah, er schießt drauf auf die Latte. So, Quiring, dann haben wir Dabo, Jurchenko, war vielleicht ein bisschen zu viel gewollt. Hätte vielleicht schießen müssen, der Dabo, aber er wollte nicht. Schöner Versuch hier von Ferguson. Den einen müssen wir aufpassen, da wird angezeigt, dass wir ihn besser decken sollen, aber wir lassen das mal. Also kriegen direkt wieder eine Möglichkeit. So. Ah, das war nicht so gut. Da müssen die aufpassen. Boah, ich hätte links rüber gespielt, aber gut, dass er sich da anders entschieden hat. Gefährlich. Gut, dass er den Ball geklärt hat. In der letzten Saison waren ja besonders die Hereingaben von den Seiten in den 16er immer sehr gefährlich. Vor allem die flachen Bälle. Jetzt haben wir da wieder eine Möglichkeit. Der schießt drauf, geht nicht rein gut. Ja, die erhöhen jetzt schon langsam den Druck. Das merkt man schon, dass die jetzt hier ein bisschen offensiver drauf gehen hier aufs Tor. Gut, die wollen natürlich hier nicht 1-0 gegen Union Berlin verlieren, aber gut. So. Bosnien sehr weit hinten. So, Quirin legt sich ein bisschen weiter vor. Genau. Haben wir Redondo. Ich hoffe mir, dass er ein bisschen besser spielen wird als Malouda. Vor allem was die Dribblings und die Flanken angeht. So, Dabo kriegt den Ball nochmal rein. Vor allem auch in der letzten Saison sind wir über die rechte Seite sehr gefährlich gewesen. Schade. Ja, war nicht gut gemacht hier vom Torwart. Gut, aber die Defensive hat da auch jetzt nicht gerade gut aufgepasst. Das ist dann natürlich auch wieder sehr blöd. Man sieht es hier. Große Lücke. Kommt keiner richtig hinterher. Aber ja, Dabo hat es noch ein bisschen versucht. Aber der muss ja dann ja auch nochmal besonders viel laufen, weil der läuft ja von vorn nach hinten und das immer weiter, immer weiter. Daher auch die Durchschnittsdistanz, die er zurücklegt, von 15,8 Kilometer. Eieiei. Okay. Das war gefährlich. So, jetzt der lange Ball nach vorne auf Hosnier. Oh je. Na gut, der Torwart ist da. Vor allem was auch noch die Standardsituation angeht, da werden wir auf jeden Fall noch sehr viel dran arbeiten. Das werde ich ebenfalls offscreen dann einmal machen und dann euch zeigen, was ich da gemacht habe. Weil das doch sehr zeitaufwendig ist. Okay, Zainu Lau jetzt vielleicht, ja, Redondo. Jurchenko, da haben wir Quiring. Ja, schöner langer Ball auf Dabo, der kriegt den Ball noch. Ja, Jurchenko. So,
sehr schöne Kombination. Wirklich schöne Kombination, aber schade, dass kein Tor draus geworden ist, aber das war nicht schlecht. Boah. Ja, so, Zanulao, der hat zu lange gebraucht. So, Ins mit einem langen Ball. Ich hoffe natürlich, dass dann Zanulao auch in dieser Saison sehr, sehr stark spielen wird, weil das neue Gehalt, das er jetzt bezieht, ist doch enorm. Immerhin haben wir ihn mit einer guten Ausstiegsklausel gesichert. Das heißt 10 Millionen. Das, oh, okay. Ja. Da hätte man mehr machen können. Also das war jetzt... ja, was will man da dazu sagen? Sowohl der Torwart als auch der Verteidiger. Der Verteidiger hätte höher springen müssen, früher springen müssen. Und der Torwart, ja. Deswegen nur Nummer 2. Okay, was machen wir? Wir bringen mal Eberwein rein gegen Hosnier. Zainulao gegen Kolhoff. Asani bringen wir gegen Quiring rein. Kotschev bringen wir gegen Groß rein. Genau, ansonsten Leistner gegen Ins. Und ansonsten lassen wir das so und bringen dann vielleicht später noch was rein. Genau. Ich bin erfreut über den Spielverlauf. Weiter so. Ja, allgemein kann man sagen, das ist kein schlechtes Spiel. Wie gesagt, immerhin ist das eine sehr starke Mannschaft, die seit Jahren in der Champions League vertreten ist. Und wir sind ein deutscher Zweitligist, auch wenn die zweite Bundesliga natürlich sehr, sehr stark ist. Das darf man nicht vergessen im Vergleich zu anderen Ligen, aber dennoch, das hier ist eine Mannschaft, die vor einigen Jahren die Europa League gewonnen hat. Und das ist dann schon ein heftiges Kaliber, aber gut. So, die kriegen jetzt wahrscheinlich nochmal eine Flanke rein. Diesmal aufgepasst von Leistner. Sehr schön. Da brauchen zu lang zum Umschalten. Eberwein, sehr schöner langer Ball auf Redondo. Da braucht zu lang. Ferguson, Juchtschenko, Eberwein. Ah, schade. Wäre natürlich schön, wenn der jetzt mal direkt hier Druck machen würde hier für die anderen Spieler. So, schön, Asani, der muss den Ball reinbringen. War mal nicht so gut, Redondo, da haben wir Lukaschenko. Kotschev, schön auf Eberwein, der ganz alleine steht, der schießt, aber der Torwart hat den. So. Ja. 3-1 durch Tschurko. Kann man nichts machen. Eckball von Srna. Ja, der kann das natürlich ziemlich gut. Ein Experte, was die Standards angeht. So effektiv müssen wir dann auch mal werden bei den Standards. Gut, in dem Freundschaftsspiel haben wir jetzt noch keine wirklichen Standardmöglichkeiten gehabt, aber okay. Wir gehen mal hier hin und werden... Ja, setzen mal Kolhoff dann gegen Redondo ein. Und Redondo tauschen wir gegen Kwana. Genau. Der gute Kolhoff können wir ja auch etwas flexibler einsetzen. Von daher ist das ja auch kein Problem. Unser ehemaliger teuerster Transfer, den wir getätigt haben. Seitdem wir jetzt Juchtschenko haben, ist er ja jetzt der teuerste Transfer. Denke ich mal. Ja, müsste normalerweise. Kolhoff hat glaube ich nur 1 Million gekostet und Juchtschenko ja 1,1. Oh ja, wieder den wegtretet. Meine Güte. Ja, das war eigentlich abseits, oder? Nein? Okay. Er hat doch eindeutig vor dem Verteidiger gestanden. Okay. Egal. Ja, wir haben auf jeden Fall viel Ballbesitz. Wir haben eine gute Passgenauigkeit. Ja, wir müssen nur mehr draus machen aus den Chancen. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Kwana schießt drauf.
war jetzt nicht so sonderlich gefährlich, der Schuss, aber okay. Wenigstens versucht er es. So, jetzt bringen sie langsam hier die Stammspieler rein. Jo. Okay. Ich denke, das reicht dann jetzt auch. Gut, das ist ja schon 90. Minute knapp. Ah, den hat er ordentlich reingehauen. Eine schöne Kombination, kann man nichts sagen, aber es ist immer schwierig, gegnerische Tore zu loben oder irgendwie anerzukennen. Und Toni Leisten hat sich verletzt. Ja, warum nicht? Warum nicht? Was hat er sich verletzt? Mögliche Knieverletzung. Oh mein Gott. Ja, wir können den Torwart da nicht einwechseln. Können wir nicht rausstellen. Einfach so rausnehmen. Geht das? Geht das nicht? Okay. Wir müssen tatsächlich den Torwart da einwechseln. Okay. Dann bringen wir mal den Torwart hier auf die Position. Ungewöhnlich, aber für die letzten paar Minuten. Boah, es sind ja schon 2 Minuten drüber. Der könnte jetzt auch abpfeifen. Okay, Spiel zu Ende. Gut. Naja. Ja, zufrieden kann man natürlich nicht sein, aber so schlecht war es jetzt nicht. Gut, 4-1 ist trotzdem doof, aber man hat gesehen, wir haben schon was drauf, aber wir müssen natürlich erstmal noch uns ein bisschen einfinden. Ja, dann schauen wir mal, was für eine Verletzung hat er. Ja, 5 bis 6 Wochen, ist klar. Ja, Gefühlsausbruch von Loric. Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's von eurem Krumpas Bambuso.